Scheiße. Scheiße. Ich höre immer nur Scheiße von dir. Was würdest du mal sagen, wenn du wirklich in der Scheiße sitzt? Kacke. Kacke? Ist aber lange nicht so viel Format. Sagst du? Ja, sag ich. Es wird ja wohl noch andere Parkplätze geben. Steig mal aus, ich suche einen Parkplatz. Wie lange brauchst du? 10 Minuten. Okay. Sehen Sie? Sowas kann man nur machen, wenn man einen kleinen Wagen hat und wenn man jung und clever ist. Nur wenn man einen großen Wagen hat und wenn man alt und reich ist. Sie Scheißkerl, Sie! Lass Sie! Was wollen Sie? Ich will, dass Sie mir eine Frage stellen. Was für eine Frage? Warum pinkeln Sie mich nicht an? Nehmen Sie die Hände weg! Aber für Leute wie Sie mache ich nicht meinen Hosenlatz auf. Ich kann nichts dafür, Paps. Ja, ja. Er ist einfach in mich reingefahren. Hab's ja gesehen. Schöne Scheiße, was? Wir haben seinen Blankoscheck. Setzen Sie vom Jahr seine Summe ein. Nimm ihn, Yoshi. Was? Nimm ihn! Na also. Und zerreiß ihn! Und tritt ihm in den Arsch. Ich erlaub's dir, Yoshi. We'll be right back.
Lass mich doch mal ran. Yoshi! Ja, was ist denn? Morgen Papst, gut geschlafen? Yoshi! Wer ist denn im Badezimmer? Du kennst sie noch nicht, die heißt Sonja! Sonja? Ja! Seit wann übernachten Sonja, die ich nicht kenne, in unserer Wohnung? Seit wann? Mein Gott, ihr ist schlecht geworden! Auch das noch? Nach einem miesen Cognac, den du neulich gekauft hast! Also mach jetzt keine Witze! Weißt du, was du mir da anhängst? Na was denn schon? Yoshi, ich habe das Gefühl, dass du es ein bisschen... zu weit treibst. Yoshi! Oh, hallo! Was? Das ist Sonja, studiert Kunstgeschichte. Das ist mein Vater. Gib Brötchen, Sonja. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Sind Sie fertig? Kann ich ins Bad? Bitte gern, aber ich glaube, ich habe Ihr Handtuch benutzt. Na, wenn es nur das wäre. Yoshi! Ja? Du zahlst die Übernachtungsspesen. Zimmer mit Frühstück und Bad. 32,50. Unzucht, mein Gott, wie das klingt, wenn Sie das sagen. Sagen Sie es doch bitte nochmal. In der Sprache des Staatsanwaltes heißt so etwas wie der natürliche Unzucht. Und dann soll er sich eine andere Sprache angewöhnen, der Herr Staatsanwalt. Blödsinn, sage ich. Aber Ihnen war doch bekannt, dass es sich hier um Pornografie handelt. Ja, was heißt das schon? In Dänemark können Sie das Zeugs an jeder Straßenecke kaufen, auch unter 18. In Deutschland gelten andere Gesetze. Ja, leider. Sie hat mich gebissen. Wer hat Sie gebissen? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ria oder Rita. Rita kann es nicht gewesen sein. Er hat keine Zähne mehr. Das gibt bestimmt eine Blutvergiftung. Na, seien Sie froh, dass es nicht woanders gebissen hat. Aber wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen, Mann? Ich habe... Zum Teufel, man muss doch mal missen dürfen, wenn man muss. Hier in der Anzeige steht, zeigen Sie dass mal Sie... Dieser Mensch wirft mir vor, ich wäre ein Exhi... Was haben Sie gesagt, bin ich? Öffentliche zur Schaustellung. Nee. Vorhin haben Sie was anderes gesagt. Exhibitionismus. Genau, ja, genau das. Sehen Sie mich doch mal an, sehe ich wie eine Sau aus? Toilettensuse. Was für eine Suse? Die Anzeige stammt von Toilettensuse. Sie lauert hübschen Männern auf und wenn sie dann erwischt wird, dreht sie den Spieß um. Eine Irre, aber eine sanfte. Mein Kollege konnte das nicht wissen, er ist neu hier. Sie können nach Hause gehen. Sehen Sie, das ist ein Mensch. Ach, Jenny, nett, dass du uns mal wieder besuchen kommst. Beischlafdiebstahl, genau. Immer dasselbe. Warum lässt du dir nicht mal was anderes einfallen? Kannst du mir nicht mal einen Tipp geben, Süßer? Clown ist doch altmodisch, setz lieber die Preise rauf. Hm? Morgen. Moin, Chef, baden Sie den Mantel gleich an. Die Mordkommission hat Sehnsucht nach uns. Perak. Ja, ist ja schon gut, links ist zu den anderen Sachen. Sie haben also nichts bei der Leiche gefunden? Nein. Wirklich nichts? Nichts, gar nichts. Danke. Tut mir leid, Perak. Ich weiß, dass Sie gegen Leichen allergisch sind, aber keiner kennt die Dohlen so gut wie Sie. Eine Nutte? Ja, kann sein. Sieht aus wie eine Tänzerin oder Stripperin. Das Mädchen ist über 6 Stunden Guten tot. Morgen. Wissen Sie das genau? Ziemlich genau. Verstehen Sie denn was von Leichen? Nicht so viel wie Sie, aber ich frage mich, ob Sie gründlich genug untersucht haben. Mein lieber Perak, ich habe in meiner Praxis über 300 Leichen unter den Händen gehabt. Und wenn Sie sich mal die Hypostasen ansehen, wo dann... Wo haben Sie eigentlich studiert, Doktor? In Göttingen, wenn es recht dann ist. Dann schlage ich vor, Sie fahren morgen nach Göttingen, verlangen Ihr Lehrgeld zurück. Das Mädchen hier ist nämlich ein Junge. Er heißt Toni. Und hat den schönsten Paraffinbusen von Nordeuropa. Sie dürfen sich gern davon überzeugen.
habe das Gefühl, Perak, dass Sie mit Leichen doch ganz gut umgehen können. Danke. Und was für Gefühle haben Sie noch? Dass das Ganze ein Fall für Sie ist. Ach so. 25 Maximum. Ist das nicht ein bisschen wenig? Na, davon gehen ja noch 20 Mark runter für Abschleppkosten. Aber das ist doch Beschiss. Na schön, dann bringe ich dir den Blechhaufen wieder dahin, wo wir ihn hergeholt haben. Das sind dann nochmal 20 Mark. Also, was willst du? Na gut. Glaub mir, wir zahlen immer noch die besten Preise. Wie heißt du? Perak. Wie schreibt Ihnen das? Paula, Emil, zweimal Richard, Anton, Kacke, Perak. Betonierenweg 37? Stimmt, woher wissen Sie denn das? Mein alter Freund Perak. Sie sind sicher sein Sohn. Ja. War das Ihr Wagen? Ja. Was wollen Sie denn dafür haben? 5 kriegt er. 5 Mark netto. Was denn 5 Mark? Du hast von Arsch auf. Das kannst du doch mit meinen Freunden nicht machen, Joe. Machen Sie mir ein Angebot. 1, 2, 3, 4, 5. 500. Donnerwetter. Zuerst wollten Sie mich aufs Kreuz legen, aber dann habe ich Sie hochgehandelt. Na, wie findest du das? Komisch. Was ist denn daran komisch? Na, es ist immer komisch, wenn wildfremde Leute plötzlich so freundlich sind. Na, so fremd ist er auch wieder nicht. Er hat gesagt, er kennt dich. Wer kennt mich? Kaminski heißt er. Sieh mal an. Kaminski. Tja. Was ist denn? Du gehst jetzt gleich zu diesem Kaminski zurück und sagst ihm mit einem freundlichen Gruß von mir, er soll sein Deichsgeld behalten. Aber warum denn? Das erkläre ich dir später. Aber ich ein einziges Mal noch, Moment mal, ein einziges Mal noch möchte ich erleben, dass du tust, was ich sage. Wo nimmst du bloß den Dampf her? Also, bitte, Yoshi. Warum gehst du eigentlich nicht als Waschmittelreklame? Perak, mit dem vollendeten Weichmacher. Ja, Weichmacher. Perak. Und darum werden Sie auch verstehen, dass mich das Verhalten Ihres Sohnes in eine ungewöhnliche Erregung versetzte. Ich bin aber bereit, Ihnen für diesen Vorfall meine förmliche Entschuldigung anzubieten und so weiter und so weiter. Unterschreiben Sie und die Geschichte ist erledigt. Ich denke nicht daran, ich habe den Schaden bezahlt, was noch? Er besteht darauf, dass Sie sich entschuldigen, andernfalls geht er vor Gericht. Und als Beigeordneter im Wirtschaftsrat kann sich meines Erachtens keinen Skandal leisten. Bieten Sie ihm 3.000 oder wird er Mund halten? Das glaube ich nicht, ich habe ihn kennengelernt. Er ist mindestens ein so großer Querkopf wie Sie. Also, Donnerwetter noch mal! Sind Sie mein Anwalt oder seiner? Wofür bezahle ich Sie eigentlich? Ich rufe Sie morgen früh im Büro an. Morgen haben Sie bestimmt eine andere Meinung. Und einen anderen Anwalt. Warum tust du das? Ich brauche meine Nerven für was anderes. Du verstehst nichts, überhaupt nichts von Musik. Naja, also höchstens 5 Mark. Mehr ist da nicht drin. Na, besser als Janis, Otto. Also gut, 55. Moment. Leihhaus am Nobelstor, ja? Ich sag Ihnen Bescheid, bleiben Sie am Apparat. Also, 55. 1, 2, 3, 4, 5. Und der 50er? Und das ist für Mutter extra. Dankeschön. Was passiert mit einem Bimbo, der keine Papiere hat, sag's ihm, Casanova. Er geht hops. Und was passiert mit einem Bimbo, der Heroin geschmuggelt hat? Er darf ins Kittchen. Du bist undankbar, Bimbo. Du vergisst, was Kaminski für dich getan hat. Du kannst du jetzt nicht einfach abhauen. Aber ich habe... Bleib stehen, Bimbo. Bleib, wo du bist. Ich hasse nicht Bimbo. Und ich möchte hier weg. Und ich möchte, dass du bleibst. Wir brauchen dich noch, verstanden?
Hast du verstanden? Ja, Sir. Telefon. Ist was. Six o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. What are you asking me for? I'm not a clockwork. Wann habt ihr Tony zuletzt gesehen? Er war doch ein Kollege von euch. Also, wann war er zuletzt hier? Wann ist er zuletzt aufgetreten? Tja, wann war das denn bloß? Na komm schon, du kleiner Duftriese, wann? Oh, don't get rough, honey, you'll ruin the milk in my bosom. Pinky, mach's nicht so teuer. Du hast ein ziemlich gutes Gedächtnis. Seit wann dunzen wir uns? Da kann ich auch Knie Frau zu dir sagen oder Oberkirchenrätin, wenn dir das lieber ist. Das ist aktive Bestechung, Chef. Da müssen Sie vorsichtig sein. Und außerdem stehen wir alle hier unter dem Protektorat von Heinemann. Aunt Cozy, the chef here wants to know the last time you saw Tony. Some old man killed her last night. Das weiß er bereits. Woher soll ich das wissen? Bo signori, signorita, des doigts de la Carmencita. Accepte ces violettes, c'est du bonheur qu'on achète. Le bon Dieu vous les rendra. We know almost nothing, chef. You should have known that before. Why don't you come and watch the show? Die Herren wollen mit uns Watte pusten, was? Na schön, dann pusten wir eben morgen weiter, bei mir im Büro. Und bestimmt nicht bei Kerzenbeleuchtung. Fabelhaft, ich bring meine Mutti mit, die hat einen Dynamo im Nabel. Stell mal fest, was die Herren für Strümpfe tragen. Okay, Chef. Also los, meine Herren, Röcke hoch. Tut mir leid, du süßes, geiles Falschen. Wir tragen alle Strumpfhosen. Da, schau her. Kaum zu glauben, dass es ein Mann ist. Casanova, sieh mal an, und ich dachte, Sie brummen noch. Frühzeitig entlassen. Donnerwetter. Ja, wegen christlicher Führung. Seit wann? Seit 8 Tagen. Und was treibt Sie hierher? Soll das ein Verhör sein? Nee, ist nur eine höfliche Frage. Ich suche mir eine Braut. Ach nee. Was dagegen? Nö. Was ist mit Toni? Ja, Pinky, je vais savoir aussi. Un jour tu vas parler. Ich weiß gar nicht, was du willst. Du hast die Leiche gefunden. Die Leiche? Ja, ja, die Leiche. Und was hast du sonst noch gefunden? Wer hat dich geschickt? Ah, ich weiß schon, wer dich geschickt hat. 10 Flaschen Schnaps. 20 Flaschen. Hundert Flaschen. Oder ich schlag dich zusammen. Ah!
Tür. Du Schwein! Ich bring dich um! Tod durch Erwürgen mit einem Damenstrumpf. Die Urinuntersuchung ergab aber Tubocurarinchlorid. Was bedeutet das aber? Das bedeutet, dass wir es mit einer sogenannten Curare-Vergiftung zu tun haben. Na und? Wir sind durchaus nicht abgeneigt, noch mehr darüber zu erfahren. Tubocurarinchlorid ist ein Relaxans aus der botanischen Familie der Asklepiat-Aceiden und verursacht Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen. Haben Sie sonst noch Fragen? Nein, danke, Doktor. Sie machen großartig. Wiedersehen. Wo haben Sie das alles eigentlich gelernt, Doktor? In Göttingen. Ja, natürlich in Göttingen. Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen. Der Mörder scheute also körperliche Arbeit. Er brauchte nur noch zuzuziehen. So, meine Herren. Ja, also ich habe mir ja gleich gedacht, dass mit der Dame was nicht stimmte. Sie wohnte zwar schon ein paar Wochen hier, aber ich hatte gleich ein Gefühl. Der junge Herr hat nicht schlecht gelebt, was? Verzeihung, wieso, Herr? Weil die Dame ein Herr war. Das soll ein Herr sein? Ja, wissen Sie, wenn das ein Herr ist, dann bin ich eine Dame. Wenn Sie sich Damen bloß nicht irren. Hatte er oft Besuch? Besuch? Ja, da war manchmal ein Herr da. Wie sah der aus? Ja, was soll man da sagen? Ja, da war auch manchmal eine Frau. Und dann noch mal ein Mann. Der Postbote. Ja, der auch. Woher wissen Sie das? Ja, wissen Sie... Früher, da war alles ganz anders. Ja, da kannte man die Leute. Aber heutzutage, da weiß kein ein was von anderen. Ja, man weiß ja nicht mal mehr. Sind das einfache Menschen oder treiben die Unzucht? Wie kommen Sie denn auf Unzucht? Hey, Chef! Ja. Ja, was ist denn? Haben Sie was gefunden? Ja, hier. Donnerwetter. Wo hat Toni nur den Schmuck her? Echt? Aha. Herr, ein Schmuck ist das aber nicht. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann ich Ihnen heute nicht mehr bieten. Verdammt! Was ist? Schließen Sie die Wohnung ab, nehmen Sie die Schlüssel mit. Und die Klunker natürlich auch. Ihr Kollege ist wohl ein bisschen tüderig, was? Er hat Geburtstag heute. Ja. Und ich sage Ihnen, dieser Herr ist eine Dame. Ja, natürlich. Kommen Sie. Ja. Ja. Also, von uns, da kann ich Ihnen was erzählen. Tagelang kann ich Ihnen davon erzählen. Erst neulich, direkt über mir. Nicht? Das war so morgens gegen 3 Uhr. Ich wach auf, nicht wahr? Und mit einmal höre ich das Stimmen. Und ein Schrei. Tja, was soll ich Ihnen sagen? Mit mal komme ich doch dahinter, dass die Dame aus dem 6. Stock auf den Strich geht. Ja, aber nicht auf die Straße. Nee, hier im Appartement. Thank you.
Taxi! Ich habe über 2 Stunden auf dich gewartet. Dann habe ich Renate angerufen. Du kennst sie nicht, aber sie macht prima Schaschlik. Ich habe sie schon immer gesagt. Du hast einen Kackberuf. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, dein dich liebender Sohn Yoshi. Zahlende Zuschauer, darunter 1000 schottische Fußballfans, bilden in Nürnberg die stimmgewaltige Kulisse beim Spiel der Pokalmeister um den Europacup. Die junge Bayern-Elf aus München im weißen Hemd liefert den Vollprofis der Glasgow Rangers eine erbitterte Abwehrschlacht. Mit einem genauen Passspiel an ihre trickreichen Flügelstürmer Johnston und Smith sind die Schotten brandgefährlich. Die Gegenangriffe der Bayern aus der Tiefe heraus scheitern an der kompromisslosen schottischen Manndeckung. Torjäger Müller lauert vergeblich auf seine Chance. Was willst du von mir? Nur eine Auskunft. Was war mit Toni? Ich weiß nicht, von wem du redest. Von Toni, verstehst du? Toni! T wie Tunte, O wie Onani, N wie Nutte, I wie... Naja, ist doch bei dir in die Lehre gegangen als Nachtschwester, oder nicht? Warum fragst du mich, wenn du schon weißt? Wen hat er gepflegt? Wen? Die Zeiten sind vorbei, Karl. Ich arbeite nicht mehr für dich. Wen, Emma? Ich habe keine Ahnung, wie die Leute heißen. Ich kenne nicht mehr ihre Vornamen. Aber du weißt, wie er aussieht. Wer? Tonis Wohltäter. Wer hat dir denn das erzählt? Der Wind, verstehst du? Der Wind. Ein kleiner Strichjunge lebt auf großem Fuß. Und plötzlich lebt er nicht mehr. Und warum lebt er nicht mehr? Ich werde dir sagen, warum. Weil der liebereiche Wohltäter seinen lästigen kleinen Erpresser erwürgt hat. Und jetzt willst du also wissen, wer er ist? Genau. Damit du ihn weiter erpressen kannst. Erraten. Sag mir den Namen. Und wir teilen uns den Spaß. Karl der Große sieht alles, hört alles, weiß alles. Will abstauben, wie Jim Bum in Chicago. Und da steht er da und weiß einen Dreck. Warum fragst du eigentlich mich, hä? Frag doch mal Niki. Wieso Niki? Wieso Niki? Frag ihn doch. Du bist ein Stümper. Für wen? Ich kenne einen, der kennt einen, der kennt den Aufstand. Ich kenne einen, der liegt im gleichen Schauhaus. Oh, Schwester! Oh, shut up! Los, mach schon! Take your hands off of me. En plein milieu de la nuit, une demi-heure avant le show. Ça va pas, non? Ah ja? Komisch. Was ich nicht darf, das wisst ihr ganz genau. Aber was ihr nicht dürft, davon habt ihr keine Ahnung. Also, der Striptease findet heute bei mir statt. Ohne Musik, aber mit Festbeleuchtung. Nehmen Sie Platz, meine Herren.
Also los, Cosi, du bist dran. Ouvertüre. Je ne sais rien du tout. Natürlich, unschuldig wie der Hintern einer Äbtissin. Zeig's ihnen. Bitte. Where the hell did you steal that, honey? Wir haben es gefunden. Bei Tony. Mein Gott, sind Sie witzig. Heben Sie bloß keinen Bruch dabei. Tony war ein vermögender Junge, was? Sans blague. Und ihr ahnungslosen Engel, ihr habt das nicht gewusst? Was? Est-ce que nous le savions, mes enfants? Nous regrettons. Nous ne le savions pas du tout. Aha. Tony war 20. Codier, ja? Und einen reichen Onkel hatte er nicht, oder doch? Vielleicht war es eine Tante. Bring die Damen ins Puderzimmer. Von die Königin! Bitte, meine Damen! Cosi, du bleibst hier. Was ist los? Hast du das Knotenmachen verlernt? So, jetzt darfst du über alles nachdenken. Du wirst dir überlegen, wie viel ich von dir weiß. Und lass mir alles sagen, was ich wissen möchte. Die ganze Geschichte mit Toni. Hier hört und sieht uns keiner, also. Bimbo kann dir nicht helfen. Mach schon das Maul auf! Du bist ein Idiot, Nick. Wir könnten Partner werden. Tony war ein Erpresser, das weißt du doch. Und er hat einen riesigen Fisch an der Angel, das weißt du sicher auch. Und weil du ein kluger Junge bist, hast du dieselbe Idee wie ich. Eine Kuh, die so viel Milch gibt, lässt man nicht einfach laufen. Nur alleine schaffst du es nicht. Meinst du? Der Mann, den Toni erpresst hat, du kennst ihn. Nur noch einmal die Hand zu heben, Nick, und naja. Ich dachte, du suchst einen Partner. Ja, aber einen, der redet! Von einem toten Partner erfährst du gar nichts. Mach ihn los. Wie alt bist du eigentlich, Cosi? Quelle question, demandez mon âge, quelle horreur. Je ne pourrais jamais le supporter. Komm her, Cosi. Wie alt? 24. 34? Neid macht alt, Cosi, und Alter macht neidisch. Ich war es nicht. Was warst du nicht? Ich habe ihn nicht umgebracht. Aber du hast dich immer wieder gefragt, wo nimmt der Junge bloß das viele Geld her? Und darum hast du ihm nachgeschnüffelt. Sei lieb, Cosi. Sag mir, was du weißt. Ich muss mal. Herren- oder Damentoilette? Du bist mir immer noch eine Antwort schuldig. Also, wo war Toni einmal die Woche? Bei, Sag schon. Bei Schwester Emma. Männchen oder Weibchen? Bei Schwester Emma. Von den grauen Nonnen. Hm, siehst du, beim Pinkeln wird man gesprächig. Endlich mal was Neues. Ja,
Wer ist da? Kriminalpolizei. Emma. Emma, die Wunderstute. Sag mal, freust du dich nicht? Oder hat er unser Wiedersehen die Sprache verschlagen? Donnerwetter, so ein Hochverdaler schuppen wir. Und Trompeten-Emma als Ordensschwester? Ist aber nicht übel, du. Hm? Willst du nicht hingehen? Na komm. Ja, bitte? Einen Augenblick. Die Schwester Oberin wird verlangt. Ja, hallo? Nein, unter gar keinen Umständen. Die Andacht fällt heute aus. Wer kam eigentlich auf die Idee, Emmerchen, du oder jemand anders? Suchen Sie was Bestimmtes? Nur den Beichtstuhl. Ohne Durchsuchungsbefehl. Ohne. Wir sind nur fromme Pilger. Also sei friedlich, Emma. Denk an die heilige Justitia und mach die frommen Brüder von der Polizei nicht mehr Schugge. Was treibt der hier? Besetzt! Seit wann spielst du hier Toilettenfrau? Hey, was soll denn das? Ja, das frage ich mich auch. Los, raus hier! Na, komm schon. Verzeihung, wir wollten die Andacht nicht stören. Kommen Sie. Also? Ich will jetzt wissen, wer der Mann ist, mit dem Toni hier war. Wie heißt er? Weiß ich doch nicht. Wie sieht er aus? Stattlich. Wie oft hat Toni diesen Mann getroffen? Einmal im Monat. Und was haben Sie hier getrieben? Getrieben? Was heißt denn das? Das, was es heißt. Sie irren sich. Ich habe eine normale Gäste. Habe ich gesehen. Toni war immer nur 5 Minuten hier und dann ging er wieder. 5 Minuten nur? Mein Gott, vielleicht auch 6. Und du hast dir nie Gedanken darüber gemacht, warum es nur 5 Minuten waren? Hören Sie, ich habe mit der Sache nichts zu tun, verstehen Sie? Ich will da nicht mit reingezogen werden. Hey, Chef! Wollen Sie mal ein paar normale Gäste sehen? Immer noch die alte Spiegeltour. Was kostet denn jetzt so ein Logenplatz? 300. Für Diplomatenfrauen natürlich die Hälfte. Und für die Krippe umsonst. Nun sehen Sie sich mal Pinky an. Er verkauft sich gut als Superwart, ne? Und der Kunde ist der Dumme. April, April. Jetzt werden Sie mich wohl hochgehen lassen. Glaubst du, dass du dafür eine Konzession kriegst? Emma, ich war immer wie ein Onkel zu dir. Ich habe dir 3 Monate Gefängnis eingebracht und dafür 5 Jahre Zuchthaus erspart. Also, erzähl mal schön der Reihe nach, was du weißt. Nichts. Na schön. Ich gebe dir Zeit bis morgen früh. Kommen Sie, wir gehen. Gehen.
Wir müssen die Treffpunkte ändern. Warum? Es ist besser, wenn wir sie ändern. Wollen Sie mir nicht wenigstens sagen... Haben Sie die Adressen? Gut. Und nun zu denen hier. Wer ist das? Kenne ich nicht. Sehen Sie genau hin. Kenne ich nicht. Den hier? Tut mir leid. Ihre Kenntnisse scheinen nachzulassen. Sie können nicht verlangen, dass ich alle Was Leute... Was kann ich nicht? Dass ich alle Leute... Alle nicht. Aber die wichtigsten. Wie ist es hiermit? Wer ist es? Der Generaldirektor der Erlauwerke. Was produziert er? Walzstahl. Kriegswichtige Güter? Anzunehmen. Gut, dann brauche ich von Ihnen also die übliche Personenklärung. Lebensgewohnheiten, Verwandten, Bekanntenkreis und so weiter. Eine Woche dürfte genügen. In einer Woche ist das nicht zu schaffen. Wo ist denn eigentlich Ihr Ehrgeiz geblieben? Vor einem Jahr noch hätten Sie alles getan, um dem lieben Gott die Glatze zu polieren. Heute kitzeln Sie ihm nicht mal die Füße. Sind Sie müde? Nein, nur etwas abgespannt. Hans-Fritz Bottke, Versicherungsmakler, 53 Jahre geschieden. Und immer zu munteren Scherzen aufgelegt. Genau wie wir. Stresemann-Allee Nummer 7. Was ist damit? Das Haus gehört Ihnen. Natürlich. Und darum wissen Sie natürlich auch, was in dem Haus passiert. Das Haus ist vermietet. An wen? An die Gemeinschaft der Grauen Nonnen. Kennen Sie die Oberin? Schwester Manuela. Emma Kastelbauer. Trompeten-Emma. Ist es was Unangenehmes? Seit wann ist das Haus vermietet? Oh, erlauben Sie bitte. Also, wann haben Sie das Haus vermietet? Scherz ist die drittbeste Tarnung, Bottke. Ich hoffe, Sie nehmen das nicht übel. Komm, ich meine, das würde mir ewig leid wehtun, würde mir das. Die zweitbeste ist Sentimentalität. Die beste Tarnung aber ist die Wahrheit. Und darum dürfen Sie ruhig noch ein bisschen weiter lügen. Oh, ich hab gar nicht... Jetzt ist er fast schon eine Stunde drin. Was meinst du? Ob er ein Spitzel ist? Ich weiß nicht. Jedenfalls weiß er mehr, als wir ahnen. Taxi, der Herr? Was will denn der hier? Das werden wir schon rauskriegen. Hallo! Hey, Sie! Wollen Sie denn hin? Sie waren doch gestern schon mal hier. Ja, Sie haben wieder einen Vollrausch. Komm, mein Junge, komm, verdrück dich. Ich hab was. Ja, ich hab auch was. Komm, hier ist der Ausgang. So. Ich hab was. Ja, ist ja gut. Nun mal nach Hause. Ja, wiedersehen. Gut, wiedersehen. Hallo Zentrale. Hallo Zentrale. Hier Peter 17, verbinden Sie mich mit Perak. Halt! Sie waren schon mal besser, Oblomov. Nochmal. Halt! Lass uns allein. Ich habe Ihnen verboten, hierher zu kommen. Es tut mir leid, aber es ist dringend. Ich hatte eine Vorladung bei der Polizei. Na, nichts.
Was haben Sie der Polizei erzählt? Dass Sie Fotos an mich liefern? Sie glauben doch nicht etwa, dass ich... Und was wird Schwester Emma der Polizei erzählen? Auch nichts. An Ihrer Stelle wäre ich nicht so sicher. Was denn, Sie meinen, dass Emma... Ich meine gar nichts. Aber unglückseligerweise sucht die Polizei einen Mörder. Sowas ist peinlich für mich. Verstehen Sie das? Vergessen Sie, dass Sie mich jemals gesehen haben. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, kümmern Sie sich um Emma. Ich mache Schluss für heute. Uff! Wen haben Sie da mitgebracht? Mitgebracht? Wo? Ich habe Sie immer für schlau gehalten, Bodke. Aber im Grunde sind Sie treuherzig dumm. Verschwinde! Opuszczany róg i stopień. Rakieta opuszcza lot okręcznie. Zentral anrufen, wir brauchen noch ein paar Leute. Okay, Chef. Und lassen Sie Bodke nicht entwischen. Okay. Hallo Zentrale. Was passiert? Wer ist dein Komplize? Los, sag schon.
Der Krankenwagen muss gleich hier sein. Ich brauche keinen. Paulsen hat durchsagen lassen. Wodke ist ihm entwischt. Die Pfeife. Versuch mal, ob du gehen kannst. Czy mam go sfotografować? Tak. Proszę bardzo. Ja. Er ist es. Ich werde sofort veranlassen, dass er abgeholt wird. Sollen wir den Transport organisieren? Nein, danke. Das besorgen wir selbst. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns einige Angaben machen könnten. Worüber? Die uns helfen würden, den Todesfall aufzuklären. Es war doch ein Unfall. Es war ein Unfall, ja, aber... Es war ein Unfall. Ist das alles, was man bei ihm gefunden hat? Alles. Alexander Oblomow war erster Sekretär in unserer Botschaft. Ich weiß. Dann wissen Sie auch, dass sowohl die Leiche als auch sein persönliches Eigentum exterritorial sind. Unantastbar. Selbstverständlich. Proszę to zapakować. Ubranie też? Naturalnie. Dobrze. Außerdem, was hier am Tisch liegt, haben Sie also wirklich nichts bei ihm gefunden? Nichts, nein. Es könnte Folgen haben, das wissen Sie. Ich weiß. Aber Sie dürfen ganz beruhigt sein. Das hier war alles, was er bei sich hatte. Perak, ich habe diese Bilder nie gesehen. Aber ich... Machen Sie keinen Quatsch, Perak. Sie wissen genau, dass diese Bilder als Beweismittel ungültig sind. Exterritorial, das ist doch wohl klar genug ausgedrückt. Oblomow war Diplomat. Und was macht der Diplomat mit solchen Fotos? Vielleicht klebt er sie ins Familienalbum. Oder er macht Tauschgeschäfte, diskriminierende Bilder gegen wichtige Informationen. Oder wollen Sie behaupten, Oblomow hat mit dem Mord zu tun? Oblomow erzwang mit diesen Bildern Informationen. Das war sein Geschäft. Aber es gibt noch andere Leute, für die solche Bilder interessant sind und die machen ihr Geschäft. Ganz unabhängig von Oblomow. Diese Bilder existieren nicht, Perak. Woher haben Sie das? Die Fragen stelle ich, Emma. Ich will wissen, wer das ist. Ein harmloser Nikolaus. Was ist das? Ein harmloser Nikolaus. Herrgott, nochmal, er lässt sich Kerzen auf den Arm klemmen und sich mit grüner Farbe bemalen. Und wenn die Mädchen dann fromme Lieder singen, ist für ihn Weihnachten. Das wohl Ostern, hm? Nee, das ist Willi Lederarsch. Der lässt sich gerne heiße Eierkuchen auf den Hintern klatschen. So, nun pass mal gut auf, Emma. Den kenne ich nicht. Und das Mädchen? Seit wann verkehren Kinder bei dir? Er ist es. Was? Der Mann, der sich mit Toni getroffen hat? Wozu hat er sich mit ihm getroffen? Schwul scheint er ja nicht zu sein. Toni hat bei ihm kassiert. Aha. Und wie sieht der Mann von vorne aus? Das kann ich jetzt auch nicht so beschreiben. Kann ich jetzt gehen? Tut mir leid, Emma. Jetzt geht's erst los. Das bin ich nicht. Schau mal genau hin. Nein, ich bin's wirklich nicht. Vielleicht haben wir das Glück, dass die Mutter ihre Tochter erkennt. Wie kommen Sie darauf, dass das Heidi sein soll? Ich werde mich beschweren, dass Sie dem Kind solche Fotos zeigen. Wie alt bist du? 12. Mach mal die Haarspangen auf, beide. Ist es immer noch nicht? Nein. Du bleibst also dabei, dass du das Mädchen noch nie gesehen hast? Nie! Und wann hast du die Tante zum letzten Mal gesehen?
Das ist nicht meine Tante. Ich hab keine Tante. Sie können gehen. Du kannst auch gehen, Emma. Warum verhaften Sie mich nicht? Weil ich gerne wissen will, wer dir jetzt weiterhilft. Er wollte Sie unbedingt sprechen. Er gab keine Ruhe, bis ich Sie angerufen habe. Was ist mit ihm? Wahrscheinlich ein Leberkoma. Na, Ede, altes Haus, was ist denn? Na? Von Toni? Ede, du hast das bei der Leiche gefunden, stimmt's? Wo bleibt denn der Arzt? Er muss gleich hier sein. Ich gehe noch mal nachsehen. Ede, Ede, hörst du mich? Nehmen Sie das mit ins Labor. Vergiftet? Ja, ich fürchte. Ede, woher hast du die Flasche? Wer hat sie dir gegeben? Herr Perak! Ja! Ein Gespräch für Sie, dringend! Ja, ich komme. Hallo, Paps. Ich bin's, Yoshi. Ach, Yoshi, ich hab jetzt keine Zeit. Was ist denn los? Paps, man hat mich... Yoshi! Nun lass doch den Quatsch, Yoshi! Yoshi! Hören Sie zu, Perak, und unterbrechen Sie mich nicht. Sie können den Jungen wiederhaben, dafür aber rücken Sie Nick heraus. Heute Abend um 23 Uhr an der Baustelle, Straße 26 bei Kilometer 6. Sie kommen allein und keine Mätzchen, bitte. Schlicht um Schlicht. So. Wer weiß, dass ich hier bin? Nur Ihre Sekretärin. Und wir hier. Und der Mann, der Ede auf dem Gewissen hat. Wir wissen mehr, als du denkst, Nicky. Herzlichen Glückwunsch. Wir wissen, dass Toni ein Erpresser war. Und dass du hinter dem Mann her bist, den er ausgenommen hat, damit du ihn weiter erpressen kannst. Märchen. Schau dir das mal an, Nicky. Das sind deine Fingerabdrücke aus Tonis Wohnung. Und es sind dieselben wie auf der Waffe, mit der du den Mann erschossen hast. Ich habe keine Lust mehr. Hör mal zu, Niki. Von nun an hole ich dich jeden Abend. Ob du Lust hast oder nicht, jeden Abend, wenn es mir passt. So lange, bis du den Mund aufmachst. So können Sie mit mir nicht reden. Aber ich werde so mit dir reden. Genau so. Herr Perak, einen Augenblick bitte. Was hat er denn? Ist ihm die Putzfrau weggelaufen? Deine Freunde, Nicky. Deine Freunde haben seinen Sohn geschnappt. Und jetzt verlangen sie ein Tauschgeschäft. Yoshi gegen Nick. Worauf wartet er noch? Er hat abgelehnt. Das kapiere ich nicht. Weil er weiß, dass sie dich umlegen. Kapierst du jetzt? Sie legen dich um, sobald sie erfahren haben, was du weißt. Ich hab's mir überlegt. Na dann mal los. Wir machen das Geschäft. Was für ein Geschäft? Das Tauschgeschäft. Sie können ja gar nicht anders. Wenn Sie den Jungen wiedersehen wollen, bleibt Ihnen keine andere Wahl.
Nur noch eine Minute, warum machst du den Mund nicht auf? Mein Vater hat immer gesagt, wenn du reden willst, red mit dir selber. Im Notfall mit einer Nutte und wenn es gar nicht anders geht, mit dem lieben Gott. Aber nie mit der Kripo. Du weißt, was aus deinem Vater geworden ist. Nur noch eins, Niki. Auch Herr Presser landen eines Tages im Zuchthaus. Warum sagen Sie mir das? Weil du wissen sollst, dass du nicht die geringste Chance hast. Auch wenn du jetzt zu deinen Freunden zurückkommst. Du hast keine Chance. Das Geld interessiert mich nicht. Erzähl mir keine Schmunzel. Oder sagen wir lieber, es interessiert mich nicht mehr. Was interessiert dich dann? Der Mörder meines Bruders. Danke. Herrn Perak. Tut mir leid. Wer ist denn da? Emma. Hallo. Hallo. Thank you.
Was wolltest du denn von der Polizei? Hören Sie mal, ich habe Ihnen doch gesagt, es geht nicht. Sie sind doch überhaupt nicht angemeldet. Natürlich bin ich angemeldet. Guten Abend. Wer ist denn? Mein Name ist Perak, ich suche Herrn Imhoff. Hier bin ich. Ich habe Ihnen schon vorhin am Telefon gesagt, dass er sinnlos ist, wenn Sie hierher kommen. Für mich ist der Fall erledigt. Wenn Sie Wünsche haben, reden Sie mit meinem Anwalt. Höflichkeit ist bei Ihnen wohl reiner Zufall. Kümmern Sie sich um die Erziehung Ihres Sohnes und nicht um die meine. Für mich ist die Geschichte erledigt. Was wollen Sie also noch? Ich will, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Was wollen Sie von mir? Los. Hä? Vorwärts. Schade, und ich dachte, Sie könnten mir weiterhelfen. Es tut mir leid. Aber Schwester Manuela, das ist Ihnen doch ein Begriff. Schwester Manuela, nie gehört. Und einen Mann namens Bottke kennen Sie auch nicht. Nein. Tja, das ist komisch. Das ist doch komisch. Bottke kennt Sie. Übrigens, wenn Sie mal ganz genau hinsehen, der Mann hier hat eine Narbe am rechten Schulterblatt. Du wolltest doch baden. Oder willst du jetzt nicht mehr? Sie haben mir einen bemerkenswerten Dienst erwiesen, erlauben Sie? Ich wusste, dass es so kommen würde. Na? Können wir nun miteinander reden? Gut. Was wollen Sie von mir? Sie waren es. Sie haben Toni umgebracht.
ein Jammer, dass du so dumm bist, Nicky. Und nun werden sie natürlich alles versuchen, um zu beweisen, dass ich ihn umgebracht habe. Aber ich war es nicht. Aber er hat sie doch erpresst. Ja. Wie lange? 7 Monate lang. Versuchen Sie jetzt mal nachzudenken. Woher hatte Toni das Foto? Von Emma? Von Bodke? Woher? Er hatte es. Mein Kompliment, Herr Rembold. Durch Fotos erfahren Sie, was immer für merkwürdige Angewohnheiten hat. Und dann brauchten Sie nur noch jemanden zu suchen, der Imhoff in Ihrem Auftrag erpresst. Und dieser jemand war Toni. Wie viel hat Imhoff monatlich bezahlt? 10.000 10.000 Und das Geschäft wolltest du allein machen. Ganz allein. Ohne deinen alten Freund Kaminski. Du bist ein kleines, undankbares Schwein. Mach keinen Quatsch, Bimbo. Hände hoch. Zurück. Ach, keinen Quatsch, Bimbo. Zurück!
Sie die Waffe weg! Sie neue Fotos mitgebracht? Nein. Aber Ihren Schmuck. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie ihn vermissen? Ich vermisse ihn nicht. Er ist mir gestohlen worden. Aus dem Schlafzimmer von einem Unbekannten. Naja, das steht ja alles in Ihrer Anzeige. Aber Toni war doch kein Einbrecher. Toni war ein Erpresser. Und Ihr Mann, Frau Imhoff, hat immer mit Geld bezahlt. Würden Sie uns bitte allein lassen? Mein Mann hat gelogen. Mag sein. Aber dafür hat Dr. Rembold die Wahrheit gesagt. Ich bin kein Anfänger, Toni. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, überlegen Sie das Ganze nochmal. Was soll ich denn überlegen, Doktor? Soll ich so lange weitermachen, bis sich Imhoff eine Kugel durch den Kopf jagt? Bis eines Tages in der Zeitung steht, Wirtschaftsboss beging Selbstmord? Das ist es doch, worauf Sie hinaus wollen, oder nicht? Ein Mann, der so leicht die Nerven verliert. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber irgendwie tut er mir leid. Das wäre das erste Mal, dass Sie Skrupel haben. Skrupel? Nee. Aber das, was Sie mit mir vorhaben, wie nennt man das denn in Juristenkreisen? Beihilfe zum Mord, nicht? Wollen wir tanzen? Bitte? Sie verzichten auf eine Menge Geld. Woher wissen Sie das, Doktor? Das Geld, das ich bisher von Imhoff hatte, kriege ich ab morgen von Ihnen. Oder von Ihrer Bettgenossin Frau Imhoff. Andernfalls... Was? ...muss ich bei Herrn Imhoff beichten gehen. Wissen Sie was, Toni? Sie leben gefährlich. Aber Sie doch auch, Doktor. Ich weiß zwar nicht, was das alles soll, aber bitte, reden Sie nur weiter. Und dann kam der Moment, als Sie nicht mehr weiter wussten. Dann habe ich ihn umgebracht. Ja. Ein Junge von 20 Jahren stirbt unter den Händen einer Frau und... Na und? Und wehrt sich nicht? Curare. Curare erzeugt Lähmungserscheinungen an Armen und Beinen. Man mischt es am besten mit Kaffee. Stellen Sie es dorthin, bitte. Milch und Zucker? Wie immer. Danke, danke, ich mache das schon. Ich denke, dass wir uns ziemlich rasch einig werden. Sie haben fast meinen ganzen Schmuck. Was wollen Sie eigentlich noch? Der Schmuck nutzt mir erst was, wenn ich auf den Bahamas bin oder sonst wo in der großen, weiten Welt. Was ich im Augenblick brauche... ist bares Geld.
300.000. Aber das ist völlig unmöglich. Wieso ist das unmöglich? Antworten Sie mir. Sie sind doch eine reiche Frau. Ich habe keine flüssigen Mittel. Dann müssen Sie sich eben was einfallen lassen. Wollen wir sagen, bis heute in einer Woche? Ihre Forderung ist idiotisch. Glaube ich nicht. Für das, was auf dem Spiel steht? Ich melde mich wieder. Ich hole erstmal den Schmuck aus seiner Wohnung. Über alles andere reden wir später. Was habt ihr mit mir gemacht? Was habt ihr vor? Hilfe! Sie können die Stimme schonen. Außer uns ist niemand mehr im Haus. Der Telegrammbote. Guten Abend. Guten Abend. Ein Telegramm, bitte. Aha, danke schön. Danke. Hilfe! Was ist hier denn los? Fernsehen. Ah, Krimi. Ja. Entschuldigen, dass ich gestört habe. Guten Abend. Guten Abend. Wir müssen ihn wegschaffen. Sofort. Und das wäre beinahe der perfekte Mord gewesen. Aber der Zufall hat Ihnen einen Streich gespielt. So, ich habe keine Fragen mehr. Haben Sie noch welche? Ziehen Sie sich an. Ich warte draußen. Vorlesen? Nein! Das würde dich interessieren. Was? Na dann eben nicht. Yoshi, wer ist in der Küche? Na, Adelheid! Und ich kenne sie nicht. Natürlich kennst du Adelheid. Nein, ich kann mich nicht erinnern, deine Adelheid jemals gesehen zu haben. Und ich werde mit deiner Adelheid jetzt schlimm. Guten Morgen, Herr Perak. Darf ich vorstellen? Adelheid, unsere neue Wirtschafterin. Es macht Ihnen doch nichts aus, dass ich schon eine Woche früher gekommen bin. Ja, richtig. Gehen Sie mal wieder schön ins Körbchen und lassen Sie sich von mir verwöhnen. Bei Essen und Trinken kann keiner tief sinken, hat mein seliger Mann schon gesagt. Ach du meine Güte, wie sieht das hier aus? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich überhaupt erst mal Ordnung machen. Es tut mir leid, Yoshi. Naja, ist ja nicht das erste Mal, dass du dich irrst. Der Kaffee und die Eier. Wir haben die Eier vergessen. Wer sind Sie denn? Meine Verlobte, Paps. Kommt